Willkommen zu einem neuen kurzen Tutorial. Diesmal zeige ich Ihnen Zotero. Zotero ist ein kostenloses Literaturverwaltungsprogramm, aber es kann viel mehr als das. Es geht nämlich auch vorzüglich mit Online-Quellen um. Um Zotero zu installieren, gehen Sie einmal bitte auf die Zotero-Homepage zotero.org und hier in den Download-Bereich. Hier können Sie dann zwischen zwei Download-Versionen wählen. Einmal eine Version rein für Firefox und einmal ein Standalone, das volle Programm mit dem entsprechenden Plugin, das Sie dann auswählen können, entweder Firefox, Chrome oder Safari. Wenn Sie das jetzt installieren, nehmen Sie erstmal das Programm Zotero für Windows, speichern das einmal, installieren das. Das habe ich schon gemacht. Wenn Sie das Programm installiert haben, müssen Sie nochmal auf die Download-Page und können dann hier ein Plugin auswählen, zum Beispiel wie bei mir Firefox. Das habe ich auch schon mal installiert. Okay, das Programm als solche sieht dann so aus. Und zwar haben Sie hier direkt einen Schnelleinstieg. Und wenn Sie doppelt hinaufklicken, kann das Programm dann zu dieser Page gehen. Und Sie haben hier nochmal alle möglichen Hinweise zur Bedienung und zum Funktionsumfang von Zotero. Okay, das Programm sieht so aus, dass Sie hier auf der linken Seite Ihre Bibliotheken haben. Sie können sich hier eine neue Liste anlegen. Neue Sammlung ist jetzt mal Tutorial. Und hier in der Mitte, im mittleren Feld, haben Sie die Möglichkeit, dann Ihre Artikel, die Sie hier sammeln, zu sehen. Und in der rechten können Sie bearbeiten, wenn hier etwas hinterlegt ist. Wir machen das mal kurz und gehen hier mal in unseren Browser und gehen dann direkt mal zum Spiegel. Und wenn wir jetzt hier was Vernünftiges gefunden haben, was zum Beispiel zu einem Lernprojekt passt oder zu einer Hausarbeit oder zur sonstigen Recherche, können wir hier relativ schnell das Ganze auswählen, indem wir zum Beispiel hier Frage zur Spionage auswählen. Und wenn wir dann etwas warten, haben wir jetzt hier oben in unserer URL-Leiste ein Icon, eine kleine Zeitung, in Zotero speichern. Und wenn wir raufklicken, sehen wir hier unten rechts ein kleines Fenster und das müssen wir einmal bestätigen. Und schon sehen wir unseren Artikel hier in unserer direkten Liste. Wir können natürlich dieses Ganze auch nehmen und in eine andere Bibliothek ziehen, je nachdem, wie wir uns das vorstellen. Schön ist, dass uns Zotero gleich hier unten links Tags vorschlägt und im Prinzip uns den Artikel schon mal vortaggt und wir dann so auch, wenn wir mehrere Artikel hier hätten, direkten Zugriff nach Themenfeldern haben. Auf der rechten Seite haben wir nun also alles, was an Metainformationen über den Artikel verfügbar war. Wir haben hier also die Eintragungsart Zeitungsartikel, den Titel, der Autor fehlt jetzt, den können wir uns dann eventuell nochmal raussuchen, der wurde dann also im Artikel nicht als solcher hinterlegt, dass Zotero damit umgehen kann. Wir haben die Quelle, wir haben das Datum, wir haben die URL. Sie können hier noch Notizen hinterlegen, indem Sie hier das einmal hinzufügen und eine Notiz eingeben. Snowden zum Beispiel immer sehr populär. Und wenn Sie dann irgendwo anders hinklicken, wieder auf den grundstämmigen Artikel zum Beispiel, ist diese Notiz gleich gespeichert. Sie können hier alle möglichen Bearbeitungen dann noch vornehmen und hier auch weitere Inhalte einfügen. Sie können natürlich auch das Ganze mit dem Zotero-Server synchronisieren, wenn Sie vorher angemeldet sind. Auf der Page kann man sich auch ein Benutzerkonto anlegen, damit dann diese Inhalte auch online und auf verschiedenen Geräten verfügbar und hinterlegt sind. Sie können dann natürlich noch die Tags bearbeiten. Sie können die Zugehörigkeiten festlegen und verschiedene Artikel untereinander nochmal in Beziehung setzen. Das funktioniert auch ganz gut. Das brauche ich aber hier nicht zeigen. Das ist eigentlich eine Sache, die sich auch über verschiedene Listen und Bibliotheken auch bewerkstelligen lässt. Was können Sie noch? Sie können natürlich ganz normal hier über den Zauberstab eine ISBN eingeben und dann wird aus einer Online-Datenbank die entsprechende Publikation gefunden und hier hinterlegt. Sie können neue Notizen natürlich hier auch nochmal anlegen oder auch
andere URLs anhängen oder auch Dateien anhängen, die Sie auf Ihrem Rechner haben, die dann mit dem Material verknüpft werden. Das ist wirklich sehr schön. Wenn Sie jetzt diesen Artikel haben wollen, klicken Sie einfach doppelt drauf und Sie kommen direkt wieder zur Quelle. Sie haben hier eine Suchfunktion, mit der Sie Ihre Datenbank durchforsten können. Das ist alles dabei. Hier oben auch nochmal alle Felder und Tags können Sie durchsuchen. Und was natürlich auch sehr schön ist, Sie können direkt, wenn Sie zum Beispiel auf Ihrer Bibliotheksseite suchen, können Sie da direkt auch die Quelle hier in Zotero übernehmen. Das Ganze funktioniert aber nicht nur auf Bibliotheksseiten, sondern es funktioniert auch bei Amazon. Wir gehen mal kurz zu Amazon und suchen mal, weil es gerade passt, etwas über die NSA. Und wir finden der NSA-Komplex. Klicken wir an, warten einen kurzen Moment und sehen dann hier auch wieder ein Icon, mit dem wir das Ganze direkt als Amazon-Link in Zotero speichern können. Und schon ist er in Zotero vorhanden. Und wir haben hier die Autoren, wir haben den Titel, wir haben die Quelle. Und wenn wir es aufmachen, sehen wir auch die Art. Es ist der Amazon-Link. Und hier sehen wir dann auch die Art. Es ist eine Spiegel Online-Referenz bei unserem Artikel, den wir hier haben. Das funktioniert also wirklich sehr, sehr gut. Und Sie haben also jetzt die Möglichkeit, das Ganze auch zu exportieren als Bibliothek. Sie können dann quasi auch ein Literaturverzeichnis hier für eine Arbeit direkt exportieren. Sie können einen Zeitstrahl erzeugen, der dann Ihre Literatur zeitlich einordnet. Und wir sehen also hier, Anfang 2014 ist der NSA-Komplex erschienen und der Artikel über Snowden und Putin ist jetzt im April erschienen. Das war es erstmal zu Zotero. Es ist wieder ein Programm, das man sich einfach mal ansehen kann und das einem die Arbeit erleichtert, wenn man sich so ein bisschen hineingefuchst hat. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.